Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Da ist er nun, der Nachfolger des berühmten Toyota GT86, beziehungsweise nur noch 86. Das GT wurde ja später aus dem Namen gestrichen, und zwar der 2022er Toyota GR86. Und wie die Kenner unter euch wissen, GR steht in dem Fall für Gesu Racing. Und mich freut es riesig, dass er jetzt Teil des Spiels ist und in Serie 23 hier mit dazugekommen ist. Und apropos Serie 23, lass mal ganz kurz in die Fastwheel-Spielliste blicken. Da sehen wir nämlich, dass beim Erreichen der 20 Punkte in der aktuellen Trockensaison das Fahrzeug gewonnen werden kann. Und ich würde es definitiv jedem empfehlen, denn ich bin das Fahrzeug natürlich schon auf der PXR-Teststrecke gefahren. Und ich kann nur sagen, das macht richtig Laune, und das möchte ich dir natürlich auch nicht weiter vorenthalten. Deswegen springen wir auch gleich direkt zu unserer Teststrecke. Ja, auch wenn ich hier den Fahrspaß schon angeteasert habe, so möchte ich noch nicht gleich auf die Fahreigenschaften zu sprechen kommen, sondern erstmal den Blick aufs Darmblatt werfen. Und da sehen wir am Herzen einen 2,4 Liter Vierzylinder Boxermotor, der 234 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Ganze in Verbindung mit einem 6-Gang manuellen Schaltgetriebe. Optional gibt es aber auch eine 6-Gang Automatik. Beim Gewicht schlägt dabei so, ja, knapp unter 1,3 Tonnen zu. Also für die heutige Zeit definitiv ein Leichtgewicht. Der Sprint von 0 auf 100 gelingt in 6,3 Sekunden, hier im Spiel sogar in 5,4 Sekunden. Also da sind wir deutlich sportlicher unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit ist dann bei 226 km/h erreicht, aber auch hier sind wir im Spiel ein bisschen schneller. Da kann man nämlich aus den Telemetriedaten lesen, dass er bis 240 km/h fahren kann. Ja, das zu den Eckdaten, jetzt aber zu den Fahreigenschaften, und was soll ich sagen. Wie auch schon bereits sein Vorgänger, der der 86, fährt er sich richtig, richtig geil. Genau richtig abgestimmt. Klar, das ist jetzt kein Supersportwagen, sondern ein kleiner Sportwagen, aber er macht genau das, was er soll. Ja, er bremst gut, er fährt gut in die Kurve, er hat eine gute Geschwindigkeit. Er macht einfach Spaß zu fahren. Aber am absoluten Limit gefahren sind mir dann doch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, da hat er doch vielleicht seine Schwächen. Okay, sind es überhaupt Schwächen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so gewollt, aber auf jeden Fall ist es so, er mag tatsächlich kein krasses Trailbraking, also quasi in die Kurve reinbremsen und die Bremse so leicht lösen, weil das löst bei ihm eigentlich eher so ein Übersteuern aus, also quasi man kann ihn da in so einen leichten Drift reinbringen. Und ich meine, gerade mit einem Toyota GR86 bzw. mit seinem Vorgänger war das ja auch immer so eine Sache, so ein bisschen Driftspaß ohne groß viel Leistung zu haben. Und ja, in diesen Ansätzen deutet er schon an, das möchte er auch gerne. Und das werden wir auch gleich testen, weil das will ich natürlich wissen, ob der Nachfolger das auch kann oder ob das ihm abtrainiert wurde, ja. Ist das einfach nur eine Mogelpackung? Aber ja, auf jeden Fall, Streckenperformance absolut geil. Ich würde auch einfach mal behaupten, das Fahrzeug in der Realität, wenn es so quasi zu vergleichen ist, dann würde ich sagen, das ist ein Fahrzeug, wo du halt einfach auch auf der Landstraße im Alltag einfach deinen absoluten Spaß hast. Mehr braucht es nicht. Du brauchst keine 600 PS. Diese 634 mit 52 Newtonmeter reichen dicke, dicke aus. Ja, und mit einer Zeit von 2 Minuten 21,624 ist das auch eine richtig, richtig gute Zeit. Wenn man mal guckt, was da sonst so für Fahrzeuge in der näheren Umgebung sind, würde ich sagen, das ist schon mal eine ordentliche Benchmark. Ich habe jetzt einfach mal ganz unten auch noch die Zeit vom Vorgänger vom Toyota GT86. Und ja, für mich heißt er GT86. Das nur 86 finde ich furchtbar. Ist auch egal. Habe ich auch mal noch mit dazu gemacht. Da sehen wir, da ist schon ein gewaltiger Zeitsprung passiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass der GR86 in der Serie mit Sportreifen daherkommt, was wir damals im GT86 noch nicht hatten. Der hatte ja noch normale Straßenreifen. Und trotzdem würde ich sagen, es fühlt sich verwandt an, es fühlt sich ähnlich an, nur einfach nochmal in allem ein Stückchen besser. Und das macht schon mal Lust auf mehr, und deswegen würde ich auch gar nicht so lange hier verweilen wollen. Wer das nochmal genauer studieren möchte, kann ja das Video kurz anhalten. Ich würde nämlich sagen, wir gehen nicht zurück zu unserem Häuschen, das machen wir gleich, sondern gehen einfach mal an die, ja, Zielgerade der Teststrecke. Und ich möchte nämlich jetzt genau das testen, was eben sein Vorgänger, im Übrigen auch das Geschwistermodell der Subaru BRZ, so, ja, berühmt gemacht hat, ist, dass man einfach, ja, ganz leicht auch mal querfahren kann mit dem Ding. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Klar, das wird jetzt kein Powerdrifter sein, ja, dass ich jetzt einen Drift über 200 Meter ziehen kann, aber trotzdem, dass man das Fahrzeug leicht mal in den Drift bringen kann. Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen Trailbraking macht, dann, ja, bricht da auch schon so ein bisschen aus. Jawohl. Und das kann man auch nutzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich erstmal zu schwach das Ganze versucht. Das ist auch mein Erstversuch hier. Und, oh ja, oh ja, oh ja, das geht.
Sehr schön. Ich sage ja immer, klar, das hier ist das Spiel, aber wenn das in der Realität auch so ein bisschen ist, dann ist das schon mal geil. Und klar, natürlich habe ich im Vorfeld ein paar Testberichte gelesen. Ich kenne das Fahrzeug. Ich meine, ich bin natürlich mehr so der Subaru. Ja, also ich war auch schon beim Vorgänger. Ich war eher der BAZ-Mensch. Aber auch wieder, das kann man ja sagen, auch hier wieder bei dieser Generation gibt es natürlich ein Geschwistermodell von Subaru. Also auch der BAZ ist wieder vorhanden. Und natürlich sind sie auch wieder sehr ähnlich aufgestellt, leistungstechnisch sowieso. Ich meine, der Boxermotor verrät es ja schon so ein bisschen. Nur in der Optik sind sie so minimal anders. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich wieder ein sehr ähnliches Produkt. Und ja, einige haben mich auch nochmal darauf hingewiesen. Ja, das stimmt, bei der ersten Generation gab es noch den Skion, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Den sollte man natürlich auch nicht verneinen. Den gibt es jetzt hier, aber in dem Fall, soweit ich weiß, natürlich nicht. Aber eben BAZ und Toyota GR86 heißt eben die zweite Generation. Ja, vielleicht mal auch ein paar Daten dazu, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen versuche, ihn ein bisschen quer zu treiben. Und es geht, finde ich, also vor allem, was halt gut geht, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, auch wieder aus dem Drift gehen. Ja, ganz oft, wenn du ein Fahrzeug versuchst, quer zu fahren in der Serie und das Fahrzeug mag das eigentlich nicht, dann drehst du dich ein oder drehst dich komplett weg. Aber hier kannst du wirklich das Ding einfach, upsala, ein bisschen quer schmeißen und dann aber ganz normal danach weiterfahren. Und das spricht einfach nur dafür. Und das ist genau das, was genau das halt ausmacht, was das so besonders macht. Und geil. Also ich würde sagen, das ist ihnen ganz gut gelungen. Aber ja, vielleicht ein paar Fakten auch, bevor wir zurückkehren zum Häuschen. Also wie schon gesagt, ist natürlich der Nachfolger des GT86 und auch das nochmal wiederholt, hat ebenfalls wie die Vorgängergeneration das Geschwistermodell von Subaru, den BRZ. Und dieser BRZ kam tatsächlich auch ein bisschen früher auf den Markt, die von der zweiten Generation, nämlich im Jahre 2020. Und dann erst im Folgejahr, nämlich 2021, kam dann hier der GR86 auf den Markt. Wobei man dazu sagen muss, der BAZ kam nicht überall auf der Welt 2020 auf den Markt. Soweit ich weiß, ist nämlich der Marktstart hier in Europa erst dieses Jahr passiert, 2023. Ja? Also deswegen ist vielleicht bei uns auch eher der GR86 bekannt als der BAZ. Aber ja, das nur mal so am Rande erwähnt. Ja, was natürlich auch sehr interessant ist, ist, dass beide eigentlich nur für einen Produktionszeitraum von knapp 2 Jahren angesetzt wurden. Also so lange möchte Toyota und Subaru die gar nicht vertreiben, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, wer weiß, was da halt dann noch kommt. Ich meine, gerade aktuell in der Elektrifizierung der Automobile könnte da natürlich auch nochmal irgendwie was anderes anstehen. Wir werden sehen, so oder so, aber cool, dass auf jeden Fall da Nachfolger gekommen ist. Und was ich auch sehr gut finde, die Devise von Subaru und Toyota war auf jeden Fall, sie wollten nicht wie viele andere Hersteller bei ihren Nachfolgermodellen anfangen, irgendwie da jetzt unnötig viel Komfort reinzubringen oder irgendwie, ja, Luxus oder sonst was, also dass die Identität des grundsätzlichen Fahrzeugs verloren geht. Nein, sie wollten die Identität des, ja, Ursprungsmodells beibehalten und die war ein kleiner Sportwagen. Und ich würde sagen, zumindest mal hier im Spiel ist es ihnen so gelungen. Wie gesagt, wenn das Spiel das Abbild des Reellen ist, dann ist es ihnen definitiv gelungen und das freut mich auch, weil sowas fehlt einfach, ja. So ein Fahrzeug, wo man einfach auch über die Landstraßen so ein bisschen Spaß haben kann, ja? Mehr, wie gesagt, braucht's am Ende nicht. Aber natürlich wollten sie auch aus einigen Sachen lernen, einige Sachen verbessern, was zum Beispiel jetzt auch die Rundenzeit auf unserer PXR-Teststrecke schon gezeigt hat. Und zwar haben sie das Fahrzeug insgesamt deutlich straffer ausgelegt. Natürlich, klar, vom Fahrwerk, aber auch insgesamt ist es einfach härter ausgelegt. Zum Beispiel allein die Karosse ist 50% steifer wie beim Vorgänger und die war dort schon nicht gerade jetzt sehr, ja, wackelig, sage ich jetzt einfach mal. Also, aber trotzdem nochmal in allen Punkten besser gemacht, denn wie schon auch gesagt, Sportreifen, genauer gesagt von Michelin, sind serienmäßig hier schon mit dabei. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass das Fahrzeug auch insgesamt in der ganzen Querdynamik einfach, ja, deutlich besser ist und auch deutlich mehr Spaß macht. Und natürlich, klar, die kleine Leistungssteigerung. Ja, man hat ja von einem 2-Liter Vierzylinder-Boxer auf einen 2,4-Liter das Ganze aufgebohrt. Und eben diese, ja, fast 50 Newtonmeter mehr Drehmoment, die helfen ihm natürlich extrem. Weil das war ja eigentlich auch immer die große Kritik, wenn man mal irgendwie Testberichte über den BAZ oder den GT86 von damals gelesen hat, dass immer hieß, ja, so ein bisschen Bums bräuchte er, ein bisschen mehr. Und genau dieses bisschen mehr hat er jetzt bekommen. Klar, für Tuner wird natürlich die Leistung wieder nicht reichen oder für, ja, Spieler hier im Spiel, weil klar, wir sind natürlich verwöhnt, wir kennen ganz andere Fahrzeuge. Aber man muss eine Relation setzen, was ist das Fahrzeug und wo bewegt man das in der Realität? Und ich würde sagen, für das ist es ganz ordentlich. Aber wir sind natürlich nicht in der Realität, wir sind hier im Spiel und deswegen wollen wir natürlich auch ein bisschen tunen. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir gehen zurück zum Häuschen, beziehungsweise wenn wir gerade schon an einem Häuschen sind, nehmen wir doch einfach dieses Häuschen hier. Dann können wir nämlich im Forza Vista-Modus auch nochmal einen ganz kurzen Blick aufs Fahrzeug werfen. Vielleicht auch nochmal einen ganz kurzen Blick in den Motorraum erhaschen. Ich finde das ja auch immer
Ja, ganz spannend, wobei bei den moderneren Fahrzeugen ist es jetzt wahrscheinlich nicht so spannend. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, Basispreis vom GR86 sind ca. 34.000 Euro. Natürlich, ja, ich sag's, Basispreis, da geht natürlich ordentlich mehr an Ausstattung rein. Das darf man natürlich nicht vergessen, dann geht der Preis auch ganz gerne mal nach oben. Ja, da können wir reingucken. Okay, ist doch weniger abgedeckt als alles andere, aber da sehen wir es, der D45 Boxer Subaru Motor, ja, Toyota natürlich oben auch nochmal gebrandet. Aber klar, wie auch schon beim Vorgänger. Ich weiß gar nicht, wie der nochmal hieß, der Vorgängermotor. Aber auch, glaube ich, irgendwie D irgendwas. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, ist quasi ja eine Folgeentwicklung davon auf jeden Fall. Und ja, sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, da ist auf jeden Fall noch Platz für Turbo oder so. Aber ja, apropos Turbo, sie wollten bewusst nicht auf den Turbo-Motor switchen. Sie haben gesagt, nee, sie möchten beim Sauger bleiben. Sie möchten diese ja, Sportwagen-Charakteristik so ein bisschen bleiben und der Motor ist ja weiterhin sehr drehfreudig und also, na, die ganzen Eigenschaften sind eigentlich da. Also, es ist eigentlich alles vorhanden, was auch schon die Vorgänger-Geschwister ausgezeichnet hatten. Das ist sehr, sehr schön. Ja, apropos Basispreis und Konfigurieren und wie auch immer und Ausstattung. Ich habe mal ein bisschen geguckt im Konfigurator bei Toyota und da ist mir ja vor allem aufgefallen, dass es auch Optikoptionen gibt für den, die ich sehr, sehr schön finde. Und zwei der insgesamt 5 Optikoptionen, oder sagen wir mal, 2 der 5 relevanten Optikoptionen, weil es gibt noch so ein paar Zusatzsachen, die ich jetzt nicht als Optikoptionen bezeichnen würde, aber die Optik auch ein bisschen verändern, never mind. Auf jeden Fall, 2 davon sind tatsächlich auch mit ins Spiel gekommen und die gucken wir uns auch gleich mal an. Und zwar einmal gibt es so Entlüftungseinsätze, also dass es so ein bisschen aussieht wie so eine ja, Rathausentlüftung, also eine größere als die, die wir quasi haben. Moment, das ist, glaube ich, hier zu finden. So, und zwar tada, genau, da kann man das so ein bisschen, na, ihr seht, das ist so eine kleine und die kann man ein bisschen größer ziehen. Finde ich ganz geil, auf jeden Fall, um das jetzt einfach gleich mal so dran zu machen. Und des Weiteren gibt es auch einen Heckklappenspoiler, der das so ein bisschen oben nach oben wegzieht. Ich muss sagen, persönlich finde ich es nicht so geil, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich würde darauf verzichten. Aber es gäbe tatsächlich noch in der Auswahl eine Heckschürze, die meiner Meinung nach richtig geil aussieht. Ich kann es schlecht jetzt beschreiben. Geht einfach mal auf Toyota oder auf die Toyota-Seite. GR86 Konfigurator lädt ein bisschen lange. Also zumindest mal bei was bei mir so. Aber dann seht ihr die Option. Ich habe jetzt mal keine Screenshots davon gemacht, weil ich nicht weiß, wie das ist mit Copyright und so weiter. Deswegen, ne, guckt einfach mal selber. Ich finde gerade die Heckpartie, diese alternative Heckschürze finde ich super, super geil. Es gibt auch nochmal alternative Seitenschürzen, finde ich auch persönlich geiler. Und es gibt auch nochmal eine alternative Frontschürze. Da geht quasi unten so eine, ja, das Schwarze, was hier so angedeutet ist, geht dann unten lang auch nochmal rüber, quasi wieder Richtung Grill. Sieht auch besser aus. Aber auf das könnte ich jetzt verzichten. Schade, dass wir nicht alle diese Optionen mit reinbekommen haben. Gerade, wie gesagt, die Heckschürze hinten, die finde ich schon sehr, sehr nice. Aber gut, das zu dem Ganzen. Jetzt aber wollen wir ein bisschen tunen und das ist auch eigentlich kein Geheimnis mehr, seit ich jetzt auch diese Infovideos mache, wenn neue Serien kommen, die ich auch sehr gerne mache, kommt ja auch gut an bei euch. Habe ich ja schon dort in das angepinnte Kommentar geschrieben, er bekommt Rocket Bunny, was ich sehr cool finde. Und ja, das ist natürlich brutal. Okay, das ist echt brutal breit. Also wir machen es natürlich, ob ich es jetzt schön finde, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, wir wollen heute auch ein bisschen basteln, ein bisschen verrückt werden. Und ja, ich meine, so wie das hier angesetzt ist, ist natürlich klar, dass da jetzt natürlich ein Turbolader mit rein muss. Allein mit dieser ganzen Öffnung und alles und natürlich diesem Ladeluftkühler. Für was brauchen wir so einen dicken Ladeluftkühler? Ja, wenn da nicht irgendwie Turbo mit rein muss, deswegen kommen wir da wohl nicht drum rum und bauen natürlich dann Turbolader mit rein. Motor bleibt natürlich der Serienmotor vorhanden. Wobei, wir gucken trotzdem mal, was für Austauschmotoren denn verfügbar. Okay. Also 3,2 Liter rein 6-Zylinder, dann 2 Liter Boxer, 4-Zylinder Turbo, 4 Liter Boxer, 6-Zylinder, also ne, kurz die Autos dazu zu nennen, das ist ein GT3 RS-Motor, allerdings vom 997.2, also vom GT3 RS 4.0 tatsächlich, auch wenn die Leistungseckdaten zum 991 sehr ähnlich sind, aber ist egal, ist trotzdem so. Ja, 2 Liter Boxer 4-Zylinder Turbo dürfte von irgendeinem Subaru sein, von irgendeinem STI. Ich kann aber euch jetzt nicht sagen, von welchem genau. Da müsste man jetzt auf die PS-Zahlen mal gucken. Vielleicht weiß das jemand von euch genauer. Dann der 3,2 Liter rein 6-Zylinder. Das dürfte. Boah, gute Frage. 325 PS, das ist der. Ja. ich weiß gerade nicht. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ist aber auch ein berühmter Motor. Mir fällt es noch gerade nicht mehr ein, ich bin blöd. 6,2 Liter V8, das ist der LS3-Motor, das ist nicht der Black-Series-Motor. Das erkennt man an der Leistung.
Dann haben wir noch einen 2 Liter Boxer Vierzylinder Turbo Rally, auch wieder Subaru Motor von einem STI, entsprechend halt vom Rally Fahrzeug, den hatten wir schon. 4,5 Liter V8, das ist aus dem 488, was quatsch ich denn, vom 458, ja, die Zahlen muss man ja nur zusammennehmen, 458, vom 458 Italia. Und dann hätten wir noch einen Racing 3 Liter rein 6 Zylinder Turbo, da weiß ich auch gerade wieder nicht mehr, welcher das ist. Ja, also ihr wisst, ihr merkt, ich weiß auch nicht mal alles oder mir entfällt es manchmal. Aber dafür habe ich ja euch. Ihr könnt es ja gerne ergänzen. So, ja, wie gesagt, wir bleiben beim Serienmotor. Jetzt können wir natürlich hier auch Rocket Bunny machen. Und das ist mal ein Rocket Bunny Heckflügel, der mir mal tatsächlich gefällt. Ja, meistens ist nämlich Rocket Bunny macht eher nämlich genau das hier. So ein riesen Ducktail. Aber das finde ich eigentlich jetzt ganz geil. Also in Verbindung natürlich mit dem Body Kit. Ich glaube, nur den ohne Kit wäre ein bisschen zu groß dimensioniert. Aber an sich gefällt mir die Form ganz gut für das Fahrzeug. Und was? Wir können... Okay, das ist geil. Wir können größere... Okay, das ist cool. Dass wir größere Reifen... Okay, das sollten sie viel öfters machen. Das ist schon richtig nice. Na, größere Reifen, dementsprechend können wir dann auch besser größere Felgen. Ne? Also um das mal kurz zu zeigen. Ne? Wenn ich jetzt hier vorne bin und auf die Felgengröße gehe, haben wir serienmäßig... 17 Zoll und eben 45, also 45er Flanken. Und wenn ich das natürlich jetzt größer mache, wird es natürlich kleiner. 40, 35, 25 und klar, 25, da fährst du halt quasi auf der Felge. Und das ist natürlich kacke. Und wenn ich das jetzt größer mache, dann sollte ich eigentlich... Ne, ist ein Auf... Ne, warte mal, jetzt bin ich sehr... Ne, doch, 20 war es, ne? Okay, was, weiß jetzt, will ich was zeigen, kann mir die Zahlen nicht mehr merken. So, also, hier bei 20 Zoll sind es 25, 20... Okay, das gibt gar keinen Sinn. Hä? Okay, das gibt gar keinen Sinn. Eigentlich sollte das ja größer jetzt sein. Ist es aber nicht. Okay, ich bin verwirrt. Okay, Trick verrissen. Eigentlich hätte das so sein sollen. Aber egal, ich mach's jetzt trotzdem drauf. Was soll's? Ne, eigentlich hätten wir jetzt mehr Profilflanke, wie auch immer. Vielleicht wäre es auch falsch angezeigt. Aber die großen Felgen stehen dem schon. Das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Aber ja, jetzt gucken wir erstmal, was für Felgen wir überhaupt drauf machen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Okay, die wären eigentlich schon direkt geil, muss ich sagen. Die wären eigentlich schon direkt sexy, ne? Ich glaube, ich suche gar nicht länger. Die wären natürlich auch geil. Die natürlich auch, weil die auch schon ein bisschen Tiefbett haben. Und ja, ich weiß, offiziell heißt es, glaube ich, gar nicht Tiefbett, aber... Boah, ich finde die aber jetzt schon eigentlich geil hier. Boah, ich nehme die einfach. Ich finde die jetzt schon geil, aber dann natürlich groß. Was machen wir denn da? 19 Zoll? 20? Puh, 20, Alter, das wären schon geile Cavenza, ne? Aber ich mach mal 19. Ja, ein bisschen Fahrperformance will ich auch noch haben. Oh, geil. Feier ich. Gut, okay, weiter geht's. Ja, Kupplung kommt rein. Getriebe, einfach, dass wir es einstellen können. Natürlich ein Diff kommt auch rein. Interessant, dass er keinen Sport-Diff standardmäßig hat. Normal müsste der ja einen Serien-Diff haben, also deswegen. Okay, egal. Antriebswelle kommt natürlich auch mit dazu. Dann Fahrwerk, Bremsen. Darf natürlich auch nicht fehlen. Boah, wenn er tief liegt. Uiu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 
So, dann, ja, Design. Ich weiß nicht, ob jemand jetzt schon ein cooles Design erstellt hat, aber bestimmt. So, ja, Gauntlet ist natürlich wieder verlassen, aber vielleicht finden wir ja noch was anderes. Gerade Bezug auf, dass das mit den Felgen passt, weil die werden ja jetzt umlackiert. Ach, guck mal hier, so Forsberg-Style bisschen. Das Problem ist, die Felgen werden halt dann umlackiert jedes Mal und ich glaube, dann sehen die nicht mehr so geil aus. Das ist natürlich auch nicht... Gut, das ist halt Liberty Walks, das passt halt weniger, aber... Das ist eigentlich auch nicht schlecht mit dem G-Ready-Design. Mal gucken, wie das mit den Felgen aussieht. Ich lade das mal kurz drauf. Ich gucke mir das mal kurz an. Wenn die Felgen jetzt da nicht so gut aussehen drauf, dann... Dann nicht. Düdüm, düdüm. Ja, kann man machen. Kann man machen. Vor allem so Carbon-Optik. Jetzt halt BBS da, aber ist egal. Ist schon, also so Tuning-Style-mäßig, finde ich, sieht es schon geil aus. So auf dem Tuning-Treff oder so. Why not? So, ich würde sagen, raus damit, gucken wir mal, wie sie's fährt. Muss ja nicht nur geil aussehen, muss ich auch gut fahren. Wie lenkt er bitte ein? So, gucken wir doch gleich mal in die Live-Telemetrie, was der Radschutz sagt, weil ich glaube, der ist hier nicht optimal. Blöde ist nur, dass hier kaum Kurven sind, um zu testen, wobei da vorne müssen gleich welche kommen. Jetzt kommen gleich wieder welche. Ich habe 800 PS eingebaut. Voll geil. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Philosophie von dem Ding ist nicht unbedingt so viel Leistung zu haben. Ja, ich weiß, es gibt GT86 und BAZ-Aufbauten mit 1000 PS und so, aber ist trotzdem nicht das, was ich unter dem Fahrzeug verstehe. Hier hinten ist gar nicht mal so schlecht. Können wir vielleicht zwei Klicks wegnehmen. Vorne können wir aber, glaube ich, ein bisschen mehr. Vorne können wir ein bisschen mehr. Ja, ich würde sagen, vorne gehen wir ein 8 zurück und hinten 2 Klicks. Oder 3 Klicks. Ja, 8. Also kommen wir beides gleich quasi. Wir geben ein bisschen Nachlauf. Wir ja, geben ein bisschen Spur. Und Stabi lasse ich erstmal. Gucken wir uns gleich nochmal an. Das auch. Da mache ich weniger Druckstufe, weil ich einfach geil finde. So. Und. Wobei, ja, so richtig auch nicht. Bisschen weg. So, wir haben Aero. Oh, sexy. Oh, noch ein bisschen drauf. Wenn wir schon haben. Because Race Car. Machen wir. Bremse. Machen wir auch. Diff. Machen wir natürlich auch ein bisschen. Und dann gucken wir doch mal. Und dann wollen wir doch vielleicht ein bisschen nach Straßenseenrennen fahren. Da sind wir nämlich jetzt zu Hause. Hat jetzt natürlich sehr, 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 sehr harte Frontstabis. Aber das muss jetzt nichts Schlechtes bedeuten. Und ich würde heute jetzt auch gar nicht so viel im Feintuning verbasteln wollen. Weil ich gerade so ein Fahrzeug möchte ich schon gerne ein bisschen auch jetzt Rennen fahren mit. Und ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir den jetzt gesehen haben. Im GR86, da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwie was anderes mal mitmachen. Vielleicht eben mal ein Driftcar aufbauen, vielleicht ein Rallycar aufbauen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, seid kreativ, ja. Ich fahre durch eine Driftzone und drift. Da denkt auch wieder jeder. Ja, ich bin halt nicht so der Drift-Guy, ja. Also ich kann quer, muss aber nicht. Ich mag es, schnell durch Kurven zu fahren. Because I am speed. Ja, also ein bisschen würde ich wegnehmen wollen. So ein Müh. Aber mal machen. Und vielleicht noch ein bisschen hier. Müh. Machen wir weg. Ja, das ist schon anders mit. So, wir suchen uns mal ein schönes Straßenszene-Rennen. Dass wir mal die Lamborghinis hier aufmischen können im Spiel. Dann zeige ich euch mal, dass wir gar nicht mehr als 400 PS brauchen. Sagte er jetzt.
Und danach wurden wir alle schlauer. So. Auf dem Vorschaubild sieht er einfach riesig aus jetzt. Ich meine, gut, die Front ist jetzt auch schon echt groß geworden. Also da musst du eigentlich schon auch fast diese großen Räder und Felgen verbauen. Okay. Ferrari ist auch gut. LFA ist natürlich auch nicht schlecht. McLaren auch am Start. Da vorne ist Lambo. Also, zeigen wir doch mal. Ja, ja, lacht ihr nur. Ich zeig euch gleich, wo der Hammer hängt. Und da haben wir den ersten Lambo schon kassiert. Der fährt sich richtig geil. Holla, für das, dass das jetzt wirklich eine 5-Minuten-Terrine ist. Hammer. Ich liebe es. Klar, so minimale Zickchen sind noch drin. Aber alles easy. Oh, der Schaltvorgang war natürlich unnötig. Hallo Jotta. Wie geht es dir, ja? Ja, Jotta, Jotta, Jotta. Da habe ich dich. Ja, Porsche kann ich natürlich nicht schlagen. Porsche ist einfach unschlagbar. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich gucke einfach nicht hin. Einfach blind. Oder wir lassen den Porsche einfach gewinnen. Ich weiß nicht. Ja, ich gebe es jetzt zu, ein bisschen mehr Power würde jetzt auch nicht schaden, aber so vom Fahrspaß brauchst du es nicht. Aua, ey, Nur weil ich halb so viel Zylinder habe wie du, brauchst du mich nicht töten wollen, du. Ja, okay, ich gebe es ja zu, ein bisschen mehr Leistung wäre vielleicht wirklich nicht verkehrt. Aber wir lassen es jetzt so. Noch ist Rennen nicht vorbei. Abgerechnet wird am Schluss. Ich kann doch jetzt nicht den Lamborghini gewinnen lassen. Das wäre ja jetzt richtig peinlich mit der Ansage, die ich gerade gemacht habe. Oh, einmal mal raus, beschleunigt her. Jetzt NOS zünden natürlich. Genau so macht es, wenn man NOS zündet. Das war zu früh gebremst. Ich mach's unnötig spannend. Aber außenrum einmal mehr Grip. Let's go. Foto-Finish. Eiskalt den Lambo vernichtet. Ja, okay, ich geb's ja zu. Ein bisschen mehr Leistung wäre jetzt nicht verkehrt. Ja. Aber ich sag trotzdem, glaubt mir mal, es macht trotzdem Spaß zu fahren. Und der Spaß ist, finde ich, das Wichtigste. Klar, ich sag wieder ein oder andere, ja, aber nur mit 1000 PS macht Spaß. Ja, das verneine ich. Das verneine ich. So, ein Rennen machen wir noch. Denn ein Rennen beweist gar nichts. So. Ah, welches machen wir denn? Achso, eins durch die Stadt wäre doch geil. Gibt's doch nicht. Das da ist doch durch die Stadt. Genau. Richtig Underground Racing jetzt hier. Zum Abschluss der Folge. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ich sag's einfach schon mal an dieser Stelle. Gebt doch gerne ein Däumchen nach oben. Ja, das ist nur so dieser eine Klick. Der tut nicht weh und hilft sehr viel. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und natürlich auch gerne Feedback in die Kommentare. Das ist auch so. Klar. Nein. Auf geht's. Wo sind die Lambos? EB110 fährt auch noch mit. Ah, ich kann mir auch gut vorstellen, der GR86 könnte bei CVR auch richtig geil abgehen.
Den richtig gejunt, ne? Und ab in den Underground. Das ist gefährlich hier. Der Monster sieht von hinten halt auch böse aus, so in der Nacht, ne? Mit dem Licht. Oh, da fährt einmal ein KTM mit. Wie fies ist das denn? Das ist ja mal so nochmal noch die extremere Form von dem, was wir jetzt hier quasi fahren. Leichtbau, absolut Grip. Nicht unbedingt viel Leistung, aber einfach Kurvenräuber. Ich finde, wir machen das auch nicht schlecht. Sind wir der mal mit mehr Power? Ed macht einfach Spaß. Ich sag's, wie es ist. Schnappt euch das Ding. 20 Punkte sind schnell verdient. Und über die Bodenwelle. Okay, das muss jetzt sein. Verkehr hin oder her. Um die Kurve fahren mit Style. Außerdem habe ich da eine Nebelbank platziert. Da sehen die jetzt alle nichts mehr. So nämlich. Ja, an dieser Stelle aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das mit dem Däumchen nach oben habe ich schon erklärt. Deswegen sage ich an dieser Stelle, ich wünsche dir an dieser Stelle ein fantastisches kommendes Wochenende. Morgen gibt es auf jeden Fall wieder eine Multiplayer-Folge. Auch sehr sehenswert. Hatte ich auch super viel Spaß. Und da auf jeden Fall auch einschalten. Und ansonsten natürlich auch einschalten zu den sonstigen Videos hier auf dem Kanal. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao.